Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zur ersten Folge Patrick's Reef auf YouTube im Jahre 2023. Also frohes Neues. Ja, heute, ich weiß nicht, verspreche ich das am Anfang immer, aber heute ist mal richtig was los. Seid ihr auch so aufgeregt? Wir fühlen uns nicht besonders nervös. Aufgeregt? Nee, nein. Aufgeregt nicht. Nein. Wir freuen uns. Wir freuen uns. Ja. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Weil heute, ja, was machen wir? Wir erfinden gemeinsam, also ihr und ich erfinden gemeinsam den feuchten Traum eines jeden Meerwasser-Aquarianers, und zwar eine Frostfutter oder Artemien oder Mysis oder was auch immer Automatik. Und da bin ich total gespannt drauf. Außerdem habe ich auch noch zwei neue Ocean Motion bekommen und zwei Strömungspumpen, weil ich das Strömungskonzept noch mal ein bisschen optimieren wollte. Und das machen wir heute alles und ich sage einfach mal bis gleich. Gut, fangen wir mal an. Also warum machen wir das heute überhaupt? Ihr wisst ja, ich habe vor einiger Zeit, also wer die letzten Videos gesehen hat, weiß ja, ich habe jetzt hier vom Coral Master hier das konservierte Frostfutter in Flüssigkeit getestet. Und das Futter ist wirklich richtig, richtig gut. Und beim letzten Versuch haben wir Folgendes gemacht. Wir haben das Futter genommen, haben das mal 7 Tage in frisch angesetztem Meerwasser einfach ins Technikbecken getan. Und dann ist ja das passiert. Boah. Dann haben mir ganz viele auch in den Kommentaren geschrieben, ja, das muss sich ja drehen. Also, das heißt, im Endeffekt hat der Coral Master ja hier so ein Gerät, wo so ein Magnetröhre ist, also im Endeffekt sowas wie das hier, und dann dreht sich das. Was ich noch nicht so ganz verstanden habe, also mir ist die konservierende Wirkung von Zentrifugalkraft noch nicht so ganz klar. Weil bakteriell dürfte es da keinen Unterschied geben, ob sich das jetzt dreht oder nicht. Wenn das Futter schlecht wird, wird es halt schlecht. Und mir hat das halt einfach nicht gereicht. Und der nächste Punkt ist auch, wenn wir das ja in so einer Flüssigkeit hier haben, ne, und wir haben jetzt hier ein Stäbchen drin, also so ein Stab, und wir dosieren jetzt hier, weiß ich nicht, 100 Milliliter raus, dann könnte es ja im ungünstigsten Fall sein, dass wir überhaupt keine Artemien erwischen. Und vielleicht bei der 5. oder 6. Dosierung dann alle erwischen. Ne? So, und das hat mir irgendwie nicht gereicht. Außerdem sage ich ganz offen, auch wenn das Futter nicht gekühlt werden muss, ich kühle es lieber. Ne? Wir füttern damit halt unsere Fische. Und es gibt ja auch andere Futtermittelhersteller, wie zum Beispiel Aquaforest, die haben ja dieses Liquid Artemia. Das muss ja sogar gekühlt sein. Bei Plankton Plus bin ich mir gerade unsicher, müsste ich nochmal gucken. Auf jeden Fall, so ist die Idee entstanden. So, und ich bin jetzt hergegangen und habe mir mit ein paar Leuten Gedanken gemacht, wie könnten wir denn eine Automatik bauen, dass unsere Fische vollkommen automatisch gefüttert werden, aber das Futter nicht schlecht wird. Und ja, das machen wir jetzt. Gut, schauen wir uns einfach mal an, was ich so vorhab. Man muss dazu sagen, die Idee ist nicht komplett allein von mir. Ich habe da mit ein paar Leuten drüber gesprochen, unter anderem Thomas von Toms Korallen. Und da ist jetzt die Idee rausgekommen. Also, die Idee ist, die Ferser-Dosierpumpe hier oben einfach so reinzulegen. Dann Dosierschlauch runter ins Futter. Dann hier ein dosierter Schlauch dran. Der Schlauch kommt hier raus, geht an dieses T-Stück, also im Endeffekt so. Dann kommt im Prinzip von der Pumpe hier unten mit dem Schlauch Wasser hier hoch. Dann pumpen wir das Wasser mit einer Zeitschaltuhr, oder ich habe auch noch so eine WLAN-Steckdose. Mit einer WLAN-Steckdose sagen wir, okay, schalt ein. Dann pumpt er also das Wasser hoch ins Becken. Und die Dosierpumpe pumpt dann das Futter immer mal in den Schlauch. Also so viel ich halt sage. Und ja, dann probieren wir jetzt einfach mal. Ich bin so gespannt, ob das klappt. Ich hoffe. So, Freunde, also der Futterautomat an sich ist fertig. Und zwar habe ich jetzt hier den Kühlschrank. Ich habe ihn jetzt einfach mal hier hin platziert. Der kommt, wie gesagt, unten ins Technikbecken. Aber so könntet ihr es ja eventuell auch zu Hause machen. Das heißt, hier ist jetzt der Kühlschrank. Hier wird Käbelchen rausgelegt, die Pumpe. Die Pumpe schafft es tatsächlich, mit dem Durchmesser die Artemien hier durchzupumpen, wie ihr seht. Also das heißt, ich werde die jetzt noch bis hier hin pumpen lassen, dann stehen lassen. Dann wird noch der Schlauch angeschlossen, also Wasserschlauch. Dann sage ich der Pumpe, die soll anspringen. Sagt dann der Dosierpumpe, jetzt 6 Milliliter Futter dosieren. Und dann kommt es in das Aquarium und dann schaltet sich die Pumpe danach wieder aus. Das sollte eigentlich super funktionieren. Vor allen Dingen, weil wir haben das Futter einfach komplett gekühlt. Also hier drinnen, dieser Kühlschrank schafft 15 Grad Unterschied zur Außentemperatur. Also wenn wir 20 Grad hier halten, dann schafft er es auf 5 Grad runter zu kühlen. Im Technikbecken wahrscheinlich so 23, 24 Grad. Dann schafft das dann auf 10, aber ist auf jeden Fall besser, als wenn es so an der Luft steht. Ja. Ich habe aber die falschen Schläuche bestellt, beziehungsweise dieses T-Stück, das ist nur 14 und ich habe noch 16er Schläuche da. Ja, muss ich morgen noch zum Baumarkt. Ne? Ich habe Pulli ausgezogen. Der Versuchsaufbau steht jetzt. Also ich habe das jetzt mal so gemacht, da wird natürlich noch alles professioneller gemacht. Hat leider nicht die richtigen Schläuche. Also hier saugt das Wasser im Prinzip an.
Dann pumpt das hier durch, hier geht es an dem Teil vorbei und dann da ins Becken. Da plätschert es gerade ganz ordentlich, also das heißt, ich werde das auf jeden Fall nachher feste aus dem Technikbecken installieren, das dann hinten rein, das dann von da hinten sozusagen direkt in die Strömungspumpe kommt. Ein paar Sekunden später. Gucken, ob das hinten rauskommt. Das sieht gut aus. Ja, was soll ich sagen? Es funktioniert auf jeden Fall. Das ist schon mal das Allerwichtigste für mich. Ich werde das Ganze jetzt noch mal schön in den Technikschrank einbauen. Aber das sah gut aus. Wenn jetzt der Auslauf da hinten ist und direkt von der Strömungspumpe dann nach hier vorne gepumpt wird oder vielleicht da vorne links, dann wird sich das richtig gut im Becken verteilen und dann haben wir auch, glaube ich, diese Luftansaugung. Ihr habt ja gerade diese Luftblasing gesehen. Ich glaube, das war einfach, weil ich das so, ja, weil ich es halt eher so semi-gut installiert habe. Mir ging es eher darum, die Funktion erstmal zu testen, ob das überhaupt funktionieren kann. So, jetzt wissen wir, das kann funktionieren. Jetzt baue ich das noch schön und jetzt stellt euch wahrscheinlich die Frage, was kostet das Ganze denn? Also die Dosierpumpe, die Ferser von Ecotech Marine kriegt ihr ungefähr für 210 Euro. Dann haben wir den Kühlschrank, der kostet 140 Euro bzw. 150. Dann sind wir bei 360. Die Schläuche würde ich sagen so ca. 40 Euro, also ungefähr 400 Euro. Die Rückförderpumpe und die T-Stücke nochmal ungefähr 50 Euro. Das heißt summa summarum, so wie ich das Setup gemacht habe, ca. 450 Euro, dass ihr mal eine Größenordnung habt. Ist teuer, aber ich finde es einen okayen Preis dafür, dass unsere Tiere gut versorgt werden. Und den Kühlschrank könnt ihr euch ja rein theoretisch sparen, wenn ihr das Futter von Gory Master nutzt. So, ich habe das Ganze jetzt mal final installiert und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar habe ich jetzt den Kühlschrank, der passt tatsächlich ins Technikbecken, wie dafür gemacht, installiert. Habe auch hier mal so ein Thermometerchen dran gemacht. Der sagt jetzt 11,4 Grad. Ich weiß jetzt nicht genau, wie genau das ist, weil das ist eigentlich ein Grillthermometer, was... Ja, okay, es kann bis 300 Grad und minus 50. Aber 11 Grad ist auf jeden Fall viel besser als 25. Ja, hier ist jetzt eine Dreifachsteckdose. Das ist die Dosieranlage. Das ist der Stecker für den Kühlschrank. Und hier ist eine WLAN-Steckdose. An der WLAN-Steckdose ist die Rückförderpumpe installiert, die im Endeffekt hier oben im Aquarium endet und unsere Artemien oder welches Frostfutter auch immer transportiert. Jetzt wissen ein oder anderen, geben natürlich sagt, hä, wieso dosierst du nicht direkt in die Rückförderpumpe? Das wird natürlich auch gehen, aber das ist bei mir halt ein bisschen schwieriger, weil ich ja die Bypässe habe. Ne, Bypässe mal Vor- und Nachteile, ich spare mir halt Pumpen, ne, aber sonst würde ich halt vor allen Dingen hier mein Phosphatabsorber füttern oder meine UV-Anlage oder halt mein Ablegerbecken. Da hatte ich halt keinen Bock drauf und ich wollte einfach ein separates System haben. Das war mir halt einfach wichtig, dass ich es an- und ausschalten kann, einfach abbauen kann. Genau. Und ich habe mir auch noch Gedanken gemacht, das System bietet ja nicht nur als Urlaubsvertretung wirklich Möglichkeiten, sondern wenn ihr, es gibt ja Fische, es gibt ja bestimmte Fischarten, die man im Optimalfall 5-6 Mal am Tag füttern sollte. Mit dem System, was wir jetzt machen, könnte man ja auch wirklich sagen, 5-6 Mal am Tag springt die Pumpe an, dosiert so 1-2 Milliliter, Gramm, wie auch immer, an Frostfutter und dann können wir die Fische voll gut versorgen. Also ich bin wirklich überzeugt davon, wenn das jetzt gleich noch funktioniert, alter Lachs. So, Freunde, der Tim hilft mir jetzt mal. Der filmt jetzt. Wir haben nämlich jetzt hier... Ah, kannst du ja mal. Wir haben jetzt hier an der Stelle, haben wir die Rückförderpumpe angemacht, oder die WLAN-Steckdose. Wie ihr seht, kommt da Wasser raus. Und wenn wir jetzt hier drauf drücken und die Pumpe macht das auf Dosis, dann sollte die jetzt im Optimalfall dosieren. Dosiert. Film hoch. Und da kommen die Artemien raus. Wie geil ist das denn? Da muss man natürlich noch ein bisschen einstellen. Ey, aber klappt. Geil, hier komm, ich drück nochmal drauf. Drück nochmal drauf. Bam. Bam. Kommt da jetzt was? Da, hier, guck mal. Wie schön. Ja, ist doch geil. Funktioniert, Leute. Funktioniert. So. Tim und ich. Wichtiger Punkt. Also, wir haben jetzt gerade nochmal geguckt. Wenn die Pumpe erst an ist und wir dann die Artemien dosieren, dann haben wir hier doch einen Gegendruck, der ist nicht zu verachten. Also das heißt, wenn die Pumpe angeht, geht auf jeden Fall was hier in die Richtung zurück. So, die Pumpe hat es dann extrem schwer, die Artemien durchzudrücken. Jetzt haben wir eine andere Situation. Wir haben jetzt gesagt, es ist besser, erst der Dosierpumpe zu sagen, dosiere jetzt 3-4 Milliliter Futter hier rein und dann die Pumpe anzuschalten. Es kam zehnmal mehr raus und wir können es dann auch eben kontrollieren. Also wenn wir dann 4 Milliliter füttern wollen, wird auch wirklich 4 Milliliter gefüttert. Davor war so ein bisschen random, ne? Ja, da war mal bei 4, dann war mal die Hälfte, dann war mal ein bisschen mehr, dann war ein bisschen weniger, da konnte man sich nie drauf verlassen. Genau, so. Also, die so einstellen, dass die erst dosiert und dann der Rückförderpumpe sagen, dass die das fördern sollen. Also,
Aber. Machen wir nochmal, oder? Damit nee, sonst haben wir. Ey, Junge, habe ich nicht Draht voll hoch. Ja. Okay, wir zeigen es euch mal. Okay, machen wir nochmal. Das Wasser steht jetzt ungefähr hier. Also, wir haben jetzt keinen Druck von der Pumpe. Jetzt gehe ich hier in die Mobius-App und sage Dosis. Jetzt dosiert er. Jetzt ist es hier im Schlauch drin, ne? Und jetzt. Ah, Scheiße, jetzt muss ich über die WLAN-Steckdose. Warte. Jetzt müssen wir die mal gerade hier manuell bedienen. Ich glaube, das geht auch irgendwie. Ich glaube, hier an der Seite so ein Knopf ist. Warte, hier so ein Knopf ist. Hier. So, und jetzt guck hoch. Zack. Und das sind 2 Milliliter. Also ist viel mehr rausgekommen als eben bei 4. Ne? Also klappt. Guten Morgen. Gib noch ein kleines Update. A, ich habe mich geschnitten. B, wenn ihr mal hier reinschaut, ne? Ich weiß nicht, aber ich hoffe, die Kamera stellt das jetzt scharf. Seht ihr, wie dünn die Ferse doch hier im Inneren ist? Das war mir vorher nicht bewusst, weil heute Morgen ist nämlich wirklich was passiert. Da können natürlich auf Dauer keine Artemien durch. Ich werde das jetzt aufbauen, erstmal mit einem Dreierbohrer und dann mit einem Viererbohrer und dann wieder einsetzen. Okay Leute, ich habe eine Lösung gefunden. Ich habe jetzt einfach hier oben, ich hoffe ihr könnt das sehen, das komplett mit einem Sechserbohrer aufgebohrt und oben diese Nipsis, die das gehalten haben, abgeschnitten. Da habe ich jetzt einfach so einen Osmoseschlauch durchgeführt. Damit haben wir die Engstelle beseitigt. Jetzt baue ich das wieder zusammen und dann sollte das hoffentlich funktionieren. So Freunde, Problem gelöst. Das ist jetzt hier die dünnste Stelle. Das heißt, da mit der Verstopfung sollte nicht mehr passieren. Ist halt ein Prototyp, ne? Was soll man machen? So Leute, finales Setup steht. Ich habe das heute nochmal getestet. Funktioniert. Ich wollte mal noch kurz auf die App-Einstellung eingehen. Also in der Ferser-Dosierpumpe mache ich jetzt folgendes. Also in der Mobius-App, die dosiert jetzt um 10.14 Uhr. Fängt die an, 4 Milliliter Flüssigkeit, also Artemien, zu dosieren bis 10.14 Uhr und 4 Sekunden. Danach springt von meiner Elysion, das ist der Hersteller von meiner WLAN-Steckdose, um 10.15 Uhr die Pumpe an. Und das Coole ist, die haben so eine Inching-Funktion. Also das heißt, immer wenn die Steckdose anschaltet, geht die automatisch nach 10 Sekunden aus. Das bedeutet, nach 10 Sekunden geht automatisch die Pumpe wieder aus, reicht locker, um das Futter hochzutransportieren. Und jetzt funktioniert es halt. So, jetzt zeige ich euch nochmal, wie das Ganze funktioniert. Jetzt pumpt das rüber. Jetzt landet das hier im Schlauch, wie ihr seht. Da kommen die Artemien jetzt rein. Jetzt schaltet die Pumpe ein. Und da sind die Artemien. Und Fische werden gefüttert. Nach anfänglichen Schwierigkeiten, es ist halt ein Prototyp, läuft die Futterautomatik jetzt. Ich bin richtig happy. Aber ich habe euch auch gesagt, dass ich das Strömungskonzept noch in meinem Aquarium ändern will. Und das machen wir jetzt. Ja, schauen wir uns doch mal an, was wir so bekommen haben. Und zwar habe ich jetzt für die Rückwand zweimal die Jebau MLW30, den passenden Pumpenhalter für die Ocean Motion. Zwei neue Ocean Motion. Jetzt ein Vierfach-Controller, weil ich habe jetzt 4 Ocean Motion. Und auch neue Halter für die Panterei, weil der Andi, der druckt das jetzt aus dem neuen Material. Das sieht man hier ganz gut. Das ist deutlich stabiler und deutlich resistenter. Deswegen tausche ich die jetzt auch direkt in dem Atemzug. Und ich stelle euch, glaube ich, einfach mal hier hin. Dann installieren wir den mal. Ich habe jetzt mal draußen hier die hier diese Verbinder angeklebt. Der Andi, der liefert auch direkt so einen PVC-Kleber mit. Willkommen im Chaos. Ich nutze die Chance jetzt direkt mal und mache die Panterei mal sauber. Da nehme ich ganz normale Zitronensäure, lasse jetzt einfach mal ein bisschen gluckern und dann spüle ich die gleich noch mit normalem Wasser durch. Dann kommen die rein. Ich habe nämlich einen neuen Halter angebracht. Die anderen Ocean Motion hängen auch schon tatsächlich. Da muss ich auch noch die Pumpen anbringen. Also ist noch ein bisschen was zu tun. Ein hartes Stück Arbeit ist vorbei.
Ich habe jetzt hier die Ocean Motion, die ich halt vorher schon hatte, mit der Panterei. Die habe ich jetzt relativ nach oben gerichtet. Dann habe ich halt an der Stelle die neue Strömungspumpe installiert, die Yabibao WLD, keine Ahnung, 30. Und da nochmal. Genau, das heißt, die laufen jetzt in verschiedenen Rhythmen sozusagen. Also die dreht zum Beispiel 4 Minuten lang von der einen Position zur Endposition. Die dreht 3 Minuten lang, die dreht auch 3 Minuten lang und die dreht 3,5. Das heißt, ich müsste eigentlich permanent unterschiedliche Strömungen ins Aquarium kriegen. Ich weiß gerade gar nicht, warum das so blau ist. Naja, auf jeden Fall war der Effekt ja, also ich wollte ja im Endeffekt die Seiten besser beströmen. Und das kann man hier bei dem Goni-Garten, jetzt gerade schlecht, aber kann man schon sehen, dass da jetzt deutlich mehr Bewegung drin ist. Und ja, bin mal gespannt. Und jetzt als allerletztes mache ich noch einen Wasserwechsel. Warum? Ich hatte hier auf dem linken Riffteil hatte ich eine Forest Fire gesetzt. Und die hatte sich wirklich auf dem kompletten Riffdach verteilt. Und jetzt habe ich gestern, weil es gibt halt leider wirklich keine andere Möglichkeit, die langen Stängel alle abgeschnitten, Ableger draus gemacht. Aber die Fußscheibe, wie ihr seht, mit Reefbond überklebt, weil es wirklich die einzige Möglichkeit ist, wie wir die Montys rauskriegen. Ist ja aber total schade. Und weil ich ganz gerne immer die Ablagerung vom Reefbond direkt raushaben will, mache ich jetzt einen Wasserwechsel. Das mache ich übrigens folgendermaßen. Ich habe hier so ein Tönnchen. Da habe ich übrigens hier so ein Loch reingemacht, weil ich sauge einmal das Technikbecken ab. Hier seht ihr, da sind so ein paar Ablagerungen vom, ich nehme mal an, vom Rohrfoss wird das sein. Und da habe ich jetzt hier das Ding angeschlossen, ne, mit dem Käbelchen. Dann geht er direkt da rein und kann ich das absaugen. Der Rest wird dann auch da reingetan auf dem Rollwagen. Ne? Dann kippe ich das einfach draußen in den Abfluss. Und da steht das frische Wasser. Das wird dann einfach rübergepumpt. Wasserwechsel halt, ne? Ich hole euch gleich dazu. Ja, so spät geworden, dass ich tatsächlich jetzt mit Blau filmen muss. Das heißt, der Gorgoniengarten kommt jetzt nicht so zur Geltung. Aber vielleicht einfach mal, um zu zeigen. Ich habe jetzt halt hier diese Lilane, habe ich jetzt da gemacht. Hier habe ich auch diese Nolaria, die hat übrigens auch richtig schöne Fluoreszenzen. Hier habe ich noch vom Thomas eine neue Goni in Flaming Inferno oder so heißt die. Der hat mir noch eine geschickt. Ja, die habe ich jetzt da hinten stehen. So eine Bicolor, Multifarben, also auch total schick. Ja, dann habe ich die andere Gorgoni hier oben hingeklebt. Die Gorgoni vom Boden habe ich auch hier hingeklebt, weil die immer wieder veralgt ist. Das heißt, die hat viel zu wenig Strömung gekriegt und deswegen habe ich gesagt, okay, kriege ich die jetzt voll auf die Lotte. Und dahinter ist noch eine. Ansonsten sieht das Becken, wie ihr seht, top aus. Die Strömung ist jetzt wirklich total geil. Also ich habe das gerade beim Füttern gemerkt. Da ist wirklich einfach an jeder Stelle des Beckens ist jetzt Strömung. Und ja, bereue das auf jeden Fall nicht, das so gemacht zu haben. Vor allem, weil die Ocean Motion hinten sowieso nicht auffallen. Also von der Optik her hat sich überhaupt nichts verändert. Wirklich sau, sau geil. Und absolute Empfehlung nach wie vor. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das war die erste Folge. Patrick's Reef im Jahre 2023 haben wir heute viel gemacht. Die Futterautomatik funktioniert. Das Strömungskonzept wurde verändert. Wir haben ein paar Korallen dazu gesetzt. Ich würde sagen, eine gelungene Folge. Wenn dir das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Abonniert diesen Channel, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Ja, bis zum nächsten Mal, wenn wir uns hier sehen, wünsche ich auf jeden Fall eine tolle Zeit. Viel Spaß beim Nachbauen und haut doch mal in die Kommentare, ob ihr das machen wollt. Bis dann und tschüss!